Damit nicht alles vergessen wird. Dieses Video berichtet über die Warmbreitbandstraße in Beeckerwerth, die 1964 in den Betrieb ging, und erklärt ihren Aufbau und wie sie damals vor mehr als 50 Jahren produziert hat, anhand von alten Dokumenten wie Thyssenwerkszeitungen. Die Anlage, nach vielen Modernisierungen, ist auch heute noch im Betrieb und produziert gewalzten Warmbandstahl. Dieses Video beschreibt den Zeitraum bis Ende 1973. Die ATH berichtet im Oktober 1960, eine zweite Warmbreitbandstraße zu errichten. Sie wird Warmbreitband bis zu einer Breite von 2 Meter walzen, während die vorhandene Straße Walzmöglichkeiten nur bis zu einer Breite von 1,5 Meter bietet. Die Werksleitung hat sich hierzu aufgrund eingehender Marktstudien und der sich aus ihnen ergebenden Vorausschätzung der künftigen Liefermöglichkeiten sowie im Hinblick auf die bereits bekannten Anforderungen der Kundschaft entschlossen. Weiter berichtet man in 1963, dass das neue Werk 2 der ATH in Beeker zügig weiter wächst. Die hier gezeigten Fotos geben einen Überblick über den Baufortschritt des Werkes Beeker dessen Weiträumigkeit auf den Bildern klar zu erkennen ist. Nachdem das Oxygenstahlwerk in bek seit 1962 bereits ein Jahr zur vollen Zufriedenheit arbeitete, informierte Hüttendirektor Dr. Michel die Tagespresse eingehend über die Anlage, insbesondere auch über die Einrichtungen zur Reinhaltung der Luft, die eine hundertprozentige Entstaubung ermöglichten. Das Bild zeigt die Journalisten auf dem Dach des Oxygenstahlwerks, im Hintergrund die Tifofenhalle und die Universal-Brammenstraße, sowie die Warmbreitbandstraße. Weitere Bilder zeigen die Hallen des im Bau befindlichen Breitbandwarmwalzwerkes und das Fundament des großen Sinterbrunnens. Für die Elektro- und Maschinenbetriebe brachten die errichteten Anlagen eine Reihe neuer Aufgabengebiete. Steuerleute und Handwerker mussten ihre bisherige Ausbildung ergänzen und verbessern, um diese Anlagen richtig bedienen zu können. Mit dem Bau der neuen Straße waren im mechanischen Teil die Firmen Sack und Simark beauftragt, während die Firmen AEG, Siemens und BBC die elektrischen Anlagen lieferten. Die SIMAC war durch Lizenzverträge mit der amerikanischen Maschinenbaufirma United Engineering und Fondry Company verbunden, die in den 60er Jahren zahlreiche leistungsstarke Warmbreitbandstraßen in den verschiedensten Ländern der Welt, vor allem in USA und Japan, gebaut hatten. Hierdurch wurden auch die amerikanischen Erfahrungen im Bau und Betrieb von Breitbandstraßen ausgenutzt. Die Stoßöfen vor der Straße wurden von der Firma Ofu gebaut. Die Planungsarbeiten hatten insgesamt zwei Jahre gedauert. Im Dezember 1962 wurde die erste Stütze für die Walzwerkshalle gesetzt. Nach einer Montagezeit von nur 16 Monaten wurden Anfang April 1964 die ersten Walzungen aufgenommen. Im Oktober 1964 schrieb man, dass die technischen Anlagen der neuen Warmbreitbandstraße 2, die in BEK-Wert gebaut wurde, in einer Halle untergebracht sind, die mit 572 Meter Länge die längste Werkshalle der Thyssenhütte ist. Die größte Bandbreite auf der beeker werther Anlage ist 2030 mm. Sie gestattet die Produktion eines Warmbleches von 2 m Breite und damit eines Vormaterials für kaltgewalzte Bleche von 1850 mm. Die beeker wert Warmbreitbandstraße wurde so ausgelegt, dass sie große Vorbrammengewichte auswalzen konnte, und zwar Coils, die bis zu 25 Tonnen schwer waren. Die kleinste Banddicke in beeker wert betrug 1,5 mm, die größte 12,7 mm. Für die mit Thyssen eng verbundenen deutschen Edelstahlwerke in Krefeld konnte nicht rostender Stahl bis zu einer Breite von 1350 mm gewalzt werden. Die Vorbrammen erreichten bei den großen Gewichten Dicken bis zu 25 cm und Längen bis zu 9,40 m. Bei der Konstruktion der Stoßöfen an der Stirnseite der Werkshalle, die die Brammen auf Walzhitze brachten, wurden neue Wege beschritten. Der Ofen besaß fünf Heizzonen mit Gleich- und Gegenstrombrennern. In seiner Längsachse war der Ofen in Wärmzonen unterteilt, sie gestatteten, die Brammen in ihrer Länge unterschiedlich zu wärmen, um den Temperaturverlust während des Walzprozesses in der Straße vom Bandanfang zum Bandende auszugleichen. Die Öfen wurden mit Gas und Öl betrieben, dabei wurde Schweröl für die normale Produktion, leichtes schwefelarmes Heizöl für die Edelstahlwalzungen verwandt. Die schweren Brammen ruhten im Stoßofen auf Gleitschienen. Die Brammen konnten nicht mehr über eine Rutsche ausgestoßen werden, sondern wurden mit Tragarmen, die in den Herd eingriffen, schonend ausgetragen und auf den Rollgang abgelegt. Die Leistung eines jeden Stoßofens betrug 180 Tonnen je Stunde. Im ersten Ausbau waren zwei Stoßöfen erstellt worden. Im Endausbau waren vier Stoßöfen mit einer Gesamtleistung von 720 Tonnen je Stunde bei Breitenwalzprogramm vorgesehen. Dabei wurden die Brammen, wenn sie den Stoßofen verließen, zunächst mit Wasser bei 100 Atü Druck abgespritzt, sodass die erste Zunderplatte entfernt wurde. Die Breitbandstraße in Beeker-Wert hatte ein Universal-Duo-Umkehrgerüst mit zwei nachgeschalteten Quatorgerüsten. Zuerst wurde die Bramme gestaucht und danach vor Eintritt in das Duo-Gerüst nochmals abgespritzt. Durch diese Anordnung wurde es möglich, die Zahl der Walzstiche genau der auszuwalzenden Brammendicke anzupassen. Wahlweise konnten vier bis zwölf Stiche gemacht werden, bevor das Band in die Fertigstraße einlief. Die Fertigstraße bestand aus sechs Gerüsten, wobei das Fundament zur Installation eines weiteren Gerüstes, und zwar als erstes Gerüst der Straße bereits vorhanden war. Bei der Fertigstraße wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass genügend starke elektrische Antriebe eingebaut wurden, um die Walzgerüste mit einer Walzkraft bis zu 3000 Tonnen belasten zu können. In der Vor- und Zwischenstraße wurden 40.000 PS, in der Fertigstraße 50.000 PS installiert. Rechnet man die übrigen Antriebe hinzu, so kam man auf eine installierte Leistung von über 100.000 PS. Die hohen Gewichte der Vorbrammen wirkten sich auch in der Weise aus, dass die Bänder in der neuen Warmbandstraße doppelt so lang wurden, und zwar eine Länge bis zu 1200 Meter erreichten. Das ergab Laufzeiten für ein Band bis zu 2 Minuten. Dabei konnte die maximale Geschwindigkeit, mit der die Bänder aus der Fertigstraße liefen, gegenüber den älteren Straßen um etwa 40 Prozent auf 15 Meter je Sekunde erhöht werden. Von der Fertigstraße lief das Band zunächst mit etwa 9 Meter je Sekunde zum Haspel. Sobald dieser gefasst hatte, wurde die gesamte Fertigstraße beschleunigt und der Haspel synchron in der Geschwindigkeit hochgefahren, um den Temperaturverlust des langsam in die Fertigstraße einlaufenden Bandes auszugleichen. Die zwischen den Gerüsten liegenden Schlingenheber regelten über eine vorgegebene Winkelstellung die Geschwindigkeit der einzelnen Gerüste. Eine dicken Steuerung korrigierte dabei gleichzeitig an allen Gerüsten die sich stetig ändernde Banddicke. Alle Teile des Walzwerkes und des Abtransportes wurden so ausgelegt, dass als Spitzenleistung eine höchste Keulfolge von 30 Sekunden eingehalten werden konnte. Um die Oberfläche der Keul sehr sorgfältig auf mögliche Fehler untersuchen zu können, wurde eine Inspektionsanlage neu entwickelt. Auf ihr konnten von jedem Coil sechs Meter abgerollt, untersucht und wieder aufgewickelt werden. Das Abbinden der heißen Coils erfolgte durch eine neu konstruierte Bindemaschine. So wurde die bisherige schwere Arbeit in der unmittelbaren Nähe der heißen Coils automatisch durchgeführt. Die fertigen Coils wurden über ein 170 Meter langes Plattenband unter der Straße und den Eisenbahngleisen hindurch von der Walzwerkshalle zur Verladehalle transportiert. Um die Störzeiten an der neuen Warmbandstraße möglichst niedrig zu halten, waren die Aggregate so ausgebildet, dass sie sich bei Reparatur sehr leicht ausbauen und auswechseln ließen. Aus dem gleichen Grund besaßen alle Rollgangsrollen Einzelantriebe. Die Haspel waren so gebaut, dass sie für eine Reparatur aus der Straße herausgefahren wurden, so dass ein Ausbau der Einzelteile mit Hilfe des Krans möglich war. In den modernen Walzwerken fand die Automation immer stärkeren Eingang. An der Warmbandstraße in Beeker Wert wurden alle Einstellungen, die für Geschwindigkeit der Walzen und Rollgänge, Anstellungen, Führungen, Kühl- und Abspritzwasser und so weiter des jeweils als nächstes zu Walzenden Bandes erforderlich waren, in Zahlentastaturen vorgewählt, gespeichert und im richtigen Augenblick nacheinander ausgelöst. Die nachgeschalteten Regelkreise sorgten dafür, dass die Aggregate genau auf die gewünschten Werte einliefen. Folgeschaltungen bewirkten, dass immer wiederkehrende Funktionen mit großer Genauigkeit und zeitlich genau abgestimmt ausgeführt wurden. Durch die Automation an einer Warmbandstraße konnten zwar nur relativ wenige Leute eingespart werden, denn eine Mindestzahl an Steuerleuten blieb immer erforderlich, um die Walzung zu kontrollieren und abzuwickeln, bei Störungen schnell einzugreifen und nach Ablauf der Walzung den Walzenwechsel durchzuführen. Aber die Automation des Betriebsablaufes ließ eine Produktion von gleich hoher Qualität erreichen. Die Stromversorgung des gesamten Stahlwerkes in Beekerwerth erfolgte über die Umschaltstation Beek an der Hofsche Straße durch überwiegend von Thyssen eigenem erzeugtem Strom. Der größte Energieverbraucher in Beekerwerth war die Warmbreitbandstraße. Sie war in ihrer Auslegung größer und stärker als die erste Straße in Hamborn. Die Breite wurde dabei von 66 Zoll auf 88 Zoll, das heißt um ca. 30 Prozent erhöht. Die Antriebsleistung der Walzgerüste wurde aber wesentlich stärker heraufgesetzt, nämlich um 75 sie betrug 70.000 Kilowatt oder 95.000 PS. Dabei war die damals neue Straße noch erweiterungsfähig um ein Zwischen- und ein Fertiggerüst, wodurch die Antriebsleistung um weitere 16.500 Kilowatt steigen konnte und dann um 115 über der Leistung der Straße in Hamborn lag. Die Art der Motoren und ihre Einspeisung war bei den Straßen in Hamborn und Beeka wertgleich. Das Umkehrvorgerüst hatte Gleichstrommotoren, die über Gleichrichter eingespeist wurden. Die Fertiggerüste hatten ebenfalls über Gleichrichter eingespeiste Gleichstrommotoren. Die Zwischengerüste hatten Drehstromsynchronmotoren. Im Vergleich zu Gleichstrommotoren sind Drehstrommotoren viel einfacher und robuster. Drehstrommotoren haben jedoch gewöhnlich eine feste Drehzahl und Drehmoment-Kennlinie und eigneten sich nicht für flexible Schaltreaktionen und laufend ändernde Drehmomente. Im Gegensatz zur Hamborner Breitbandstraße 1 hatten bei der Breitbandstraße 2 in BEK-Wert fast alle Antriebe Gleichstrommotoren erhalten, weil die Antriebe entweder auf fest vorgegebene Werte genau einlaufen mussten, zum Beispiel Führungen und Anstellungen, oder die Drehzahl der Motoren während des Walzens kontinuierlich verändert werden mussten. Das war am besten mit über Gleichrichter gesteuerten und geregelten Motoren zu erreichen. Allein für die Hilfsantriebe waren ca. 750 Ein-Anoden-Gleichrichter-Gefäße eingebaut, von denen jedes Gefäß eine recht komplizierte Steuereinrichtung hatte. Alle eingebauten Gleichstrommotoren hatten eine Leistung von insgesamt 12.000 kW oder 16.300 PS. Große elektrische Leistungen waren auch für die Anlagen erforderlich, die die Straße mit Wasser, Gas, Luft, Schmieröl und Hydrauliksteueröl versorgten. Für die gesamte Wasserversorgung waren Drehstrommotoren mit einer Gesamtleistung von 18.000 Kilowatt oder fast 25.000 PS installiert. Für die Versorgung mit den übrigen oben aufgezählten Medien waren Motoren mit einer installierten Leistung von ca. 6000 Kilowatt oder 8.200 PS eingebaut. Hinzu kamen an Drehstrommotoren noch 176 Stück an den Kaltrollgängen mit ca. 3000 kW Leistung und die auf den Kranen installierten Motoren mit nochmals ca. 3000 kW Gesamtleistung. Insgesamt betrug die installierte Leistung aller Motoren ca. 108.000 Kilowatt oder 150.000 PS, das waren 80% mehr als an der Breitbandstraße 1. Es wurde schon angedeutet, dass die vielen gut steuer- und regelbaren Gleichstromantrieben notwendig waren, um die Straße bei dem häufigen Programmwechsel nur durch das Drücken einiger Tasten schnell umstellen zu können. Dafür waren auf den Steuerpulten viele Druckknopftastaturen angebracht, bei denen jede Taste eine bestimmte Stellung des Antriebs oder eine bestimmte Drehzahl bzw. Geschwindigkeit zugeordnet war. Während ein Programm lief, konnte das nächste mit Hilfe dieser Tastaturen vorgewählt werden. Sobald das Band den entsprechenden Teil der Straße passiert hatte, wurde das neue Programm durch Druckknopf ausgelöst, und die einzelnen Antriebe liefen automatisch auf die vorgewählten Stellungen bzw. Drehzahlen und Geschwindigkeiten. Bereits in 1964 wurde daran gedacht, die durch die Tastaturen vorgegebenen Sollwerte später einmal von einem Rechner vorgeben zu lassen. Im Juni 1965 berichtete man über die mannigfaltigen Einrichtungen, die im Untergrund der Warmbreitbandstraße installiert waren. Wer die Warmbreitbandstraße in Beäckerwerth einmal gesehen hat, konnte in der ganzen Halle den Lauf des glühenden Bandes verfolgen, ohne dass ihm an verschiedenen Arbeitsstationen Menschen begegneten oder ein Eingreifen von Menschenhand sichtbar war. Aber überall war Bewegung auf dem etwa 600 Meter langen Weg der Bramme von den Stoßöfen bis zur Haspelgrube. Überall beim Walzprozess griffen die verschiedenen Abläufe ineinander, von den insgesamt acht Steuerbühnen eingeleitet und durchgeführt. Wer ist aber schon einmal unter Hüttenflur gewandert? Denn den gleichen Weg, den das Material oberirdisch auf den Rollgängen und durch die Gerüste zurücklegte, konnte man unterirdisch durch einen großen 600 Meter langen Keller gehen. Er war etwa 13 Meter breit und 7 Meter hoch. Seine Sohle lag rund 8 Meter unter Hüttenflur. Außer fachinteressierten Technikern waren die Räume und Anlagen unter Hüttenflur der Warmbreitbandstraße den meisten Leuten unbekannt. Aber waren sie deshalb nicht weniger interessant, denn unter Hüttenflur war eine ganze Reihe von Versorgungsanlagen für die Breitbandwalzstraße untergebracht. Im Bereich der Stoßöfen ging es zweistöckig über Stahltreppen bis auf die unterste Sohle dieses großen Kellers. Dicke Rohrleitungen für Mischgas und Heißluft versorgten die Brenner der Öfen, durch dünne Leitungen wurde ihnen Brennöl und Zerstäuberdampf zugeführt. In einem abgeschlossenen Raum von 100 Kubikmeter Größe arbeiteten für jeden Ofen 32 Pumpen zur Versorgung mit Brennöl. In einem weiteren, besonders abgetrennten Raum war eine Ölhydraulik untergebracht, mit deren Hilfe die Ofentüren und einige Steuerelemente der Öfen betätigt wurden. Durch eine Stahltür trat man dann in den Ölkeller. In seiner gesamten Länge von 600 Meter bis zum Austritt zur Haspelgrube war er so ausgebildet, dass er mit einem kleinen Lastwagen von Anfang bis Ende befahren werden konnte. Innerhalb des Ölkellers verlief übrigens direkt unter der Decke entlang der ganzen Straße ein 2 Meter hoher Kanal, in dem die Strom- und Steuerkabel für die Walzwerksantriebe verlegt waren. Im Ölkeller waren neun Zentralölanlagen untergebracht, die alle Getriebe, Kammwalzenanstellungen und Walzenlager der Gerüste mit Schmieröl versorgten. 18 Tanks fassten zusammen mit der Reserve etwa 380 Kubikmeter Öl. In ständigem Umlauf wurde es von Pumpen zu den einzelnen Verbrauchsstellen gefördert, während es danach im freien Gefälle durch Rohrleitungen wieder in die Tanks zurücklief. Neun Separatoren, die in einem Gewirr von Rohrleitungen standen, frischten das gebrauchte Öl wieder auf. Jede Anlage wurde von einem vier Quadratmeter großen Schaltschrank aus bedient. Unterbrochen wurde der Kellerraum durch Stahlwände mit Doppeltüren und durch die Fundamente der Walzgerüste, in denen Durchfahrten ausgespart waren. Eine besonders wichtige Aufgabe hatten drei Druckerzeugungsanlagen mit Akkumulatoren für die Emulsion aus Wasser und Öl, die in einem weiteren Raum untergebracht waren. Sie glichen mit Drücken von 220, 120 bzw. 110 atü hydraulisch das Gewicht der Antriebsspindeln und der oberen Walzen der Gerüste aus, so diese Aggregate praktisch gewichtslos waren. Auch hier dienten dicke Rohrleitungen dazu, den Verbrauchern die notwendige Energie zuzuführen. In der Vor- und Zwischenstraße war zum Beispiel in einem seitlichen, nur nach oben geöffneten Raum eine Pumpstation für das Entzunderungswasser untergebracht. Fünf Pumpen mit je 1000 Kilowatt Antriebsleistung sorgten dafür, dass das Entzündungswasser mit 105 Atü Druck an den entsprechenden Stellen der Breitbandstraße seine Arbeit leisten konnte. Der ganze Ölkeller war, nicht zuletzt angesichts der hier lagernden großen Ölmenge, stark feuergefährdet. Er wurde deshalb in sechs Räume abgeschottet, die im Falle eines Brandes mit Kohlensäure hätten überflutet werden können. Zahlreiche Temperaturfühler, die in allen Räumen angebracht waren, lösten bei Gefahr Alarm für alle im Keller arbeitenden Mitarbeiter aus und veranlassten automatisch das Schließen der normalerweise geöffneten Stahltüren und das Ausströmen der tiefgekühlten Kohlensäure. Diese Feuerlöschanlage war in einem gesonderten, ständig belüfteten Raum untergebracht. Ich muss hier in diesem Zusammenhang erwähnen, dass am Samstag, den 22. September 1973, im Kellerbereich der Stoßofenanlage ein ungewöhnlich heftiger Brand durch ein Ölleck ausgebrochen war, der das Warmwalzwerk für mehrere Tage stilllegte. Wie ich mich erinnern kann, war ich damals an einigen Tagen mit unserem Reparaturbetrieb RB4 an den Reparaturarbeiten beteiligt. Im Bereich der Fertigstraße bereitete der Keller bei der Auslegung der Anlage den Konstrukteuren besondere Schwierigkeiten. Hier hatte man zwei gesonderte Kanäle von je 2,50 Meter Breite und 4 Meter Höhe durch das Fundament der Fertiggerüste geführt. Einer von ihnen nahm als Verbindung zwischen den Kellern beiderseits der Fertigstraße die durchgehenden Rohrleitungen auf, der andere, rundherum wie in einem U-Boot war mit den verschiedensten Rohrleitungen bestückt, übernahm die Versorgung der Fertigstraße mit Walzenkühlwasser, Schmieröl, Entzündungswasser, Fett, Pressluft und Emulsion. Die Fertigstraße gehörte mit dem anschließenden Auslaufrollgang zu den größten Wasserverbrauchern des Warmbandwerkes. Das Wasser, das für die Kühlung der Walzen benötigt wurde, wurde in einer Leitung zugeführt, die einen Durchmesser von 1,20 Meter hatte. Drei Versorgungspumpen entnahmen hier das Kühlwasser und leiteten es durch drei kleineren Versorgungsleitungen von je 50 cm Durchmesser zu den Walzgerüsten. Des Weiteren versorgten drei Presswasserpumpen mit angeschlossenem Akkumulator die Fertigstraße mit Entzündungswasser, das in drei Rohrleitungen mit 16 cm Durchmesser bei einem Druck von 50 Atü auf das Blechband aufgespritzt wurde. Jede der Pumpen hatte eine Antriebsleistung von 500 KW bei 3000 Umdrehungen in der Minute über den ganzen Auslaufrollgang waren 18 Kühlgruppen verteilt. Das Wasser wurde hier mit Hilfe von Spezialventilen gesteuert, die an der unter dem Rollgang liegenden Kellerwand verankert waren. Einen großen Teil der Arbeitsvorgänge der Haspelanlage führte eine Ölhydraulik mit 12 Pumpen aus, die ebenfalls im Ölkeller aufgestellt war. Ein Kompressor, der wegen seiner lauten Betriebsgeräusche in einen schalldämmenden Raum eingebaut war, erzeugte die für die Haspelanlage benötigte Pressluft. Von der Größe des Kellers erhielt man einen Begriff, wenn man wusste, dass er einen Rauminhalt von rund 60.000 Kubikmeter hatte. Das bedeutete, man könnte in dem Keller rechnerisch 101 Familienhäuser unterbringen. Der Kellerboden war übrigens als öldichte Wanne mit eingelegter Kupferfolie ausgebildet, der bei Rohrbrüchen oder sonstigen Undichtigkeiten ein Eindringen von ölhaltigen Flüssigkeiten in das Grundwasser verhinderte. Die Wanne war so groß, dass sie die gesamte vorhandene Ölmenge aufnehmen konnte. Über die Länge des ganzen Ölkellers waren übrigens 14 Fettschmieranlagen verteilt, die eine ganze Reihe von Einrichtungen über Hüttenflur versorgten. Wie bereits kurz zuvor gesagt, verlief unter der Decke des Ölkellers ein 2,2 Meter hoher Kanal, der die Strom- und Steuerkabel für die in der Walzwagshalle liegenden elektrischen Antriebe enthielt. Dieser Kanal, der unter Überdruck stand, führte außerdem den einzelnen Rollgangsmotoren die notwendige Kühlung zu. Stichkanäle zum Elektrokeller und zum Kabelkanal unterhalb der acht Steuerhäuser stellten die Verbindung untereinander her. Auf übereinander angeordneten eisernen Gestellen lagerten hier vom Steuerstand des Stoßofens bis zum Steuerstand der Haspel die Kabel für die Stromversorgung, die Mess- und Steuerleitungen sowie für die Wechselsprechanlagen und das Telefon. Es wurden insgesamt 950 km Kabel verlegt. Vom Anfang der Halle des Warmbandwerkes bis zur Fertigstraße verlief unterhalb des Kabelkanals ein Rohrkanal, der an fünf Stellen Querverbindungen zum Ölkeller hatte. Die Vor- und Zwischenstraßen wurden über Rohrleitungen, die von den außerhalb der Halle liegenden Wasserreinigungsanlagen kamen, mit Kühlwasser versorgt. Andere Rohrleitungen in diesem Kanal brachten das Entzunderungswasser und den Dampf zu den Verbrauchsstellen. Nach der Arbeit war das Wasser mit Sinter gesättigt. Es wurde deshalb in den Sinterkanälen aufgefangen und gelangte über Rinnen, die mit Schmelzbasalt ausgekleidet waren, zu den drei Sinterfängen bzw. Überpumpstationen. Die Kanäle hatten bis zu 4% Gefälle und konnten durch seitlich angebrachte Laufstege kontrolliert werden. In der Spitze leiteten sie bis zu 10.000 Kubikmeter Wasser in der Stunde ab und transportierten im Durchschnitt monatlich etwa 2.500 Tonnen Sinter zu den Auffangstellen. Die Einlauftiefe in die Brunnen lag bei etwa 9 Meter unter Hüttenflur. Für das aus tieferen Bereichen anfallende Wasser waren an der Schere und an den Haspeln zwei große Becken eingebaut, aus denen es in die höher gelegenen Sinterinnen gepumpt wurde. Diese Pumpen schalteten sich entsprechend dem Wasserstand automatisch ein und aus. Das benötigte fehlende Wasser wurde aus dem Rhein gepumpt und dem Wassersystem des Warmbandwerkes hinzugefügt. Insgesamt waren in den Kellern der Warmbandstraße 230 Pumpen installiert mit einer Gesamtleistung von etwa 12.000 Kilowatt 70 km Rohrleitungen mit Durchmessern zwischen minimal 10 mm und maximal 1,2 m hatten die Erzeuger- und Verteilerstationen mit den oberirdisch gelegenen Verbrauchsstellen verbunden. Sie waren über und nebeneinander in den Kanälen angeordnet und wegen der Erschütterungen durch den Walzvorgang besonders fest verankert und entsprechend den mitgeführten Stoffen farbig markiert. Alle in der Walzwerkshalle unter Flur liegenden begehbaren Kellerräume und Kanäle hatten zusammengerechnet eine Länge von 5500 Meter. Man benötigte sicher anderthalb Stunden, um als flotter Fußgänger sämtliche Räume zu durchwandern. Über einen Kanal, der nur noch begehbar war, gelangte man dann unter der Bundtransportkette bis in das dem Kaltwalzwerk vorgelagerte Bundlager. In diesem sechs Meter tief liegenden Kanal wurden die Coils auf der Transportkette durch Luft abgekühlt. Im normalen Werktag der Arbeit hatte man aber auf diesem Weg keinen Menschen angetroffen, der hier einen festen Arbeitsplatz hatte. Gelenkt und geleitet wurden alle Arbeitsvorgänge durch einen einzigen Mann, der in einer oberirdischen Zentrale gesessen hat. Alle wichtigen Daten und Ereignisse wurden hierher gemeldet, Druck und Menge, Temperatur und Zustand von Wasser, Öl, Pressluft, Dampf, Heißwasser und Emulsion, die man auf einer 14 Meter langen und 2 Meter hohen Messtafel ablesen konnte. Auf ihr verfolgte der Bedienungsmann die Ereignisse in den Kellerräumen, die normalerweise nur von einzelnen Leuten zweimal je Schicht inspiziert wurden, und veranlasste bei eventuellen Störungen den Einsatz der Reparaturtrupps. Von dieser über Flur liegenden Zentrale aus wurden auch alle elektrischen Anlagen bei Arbeitsende abgeschaltet, während sie zur Verhütung von Unfällen bei Arbeitsbeginn vor Ort eingeschaltet wurden. Wenn man durch die 600 Meter lange Halle der Breitbandstraße ging, sah man nur die Produktion. Aber man erahnte beim Betrachten der Waldsvorgänge nicht, welche Vielfalt von Einrichtungen im Untergrund der Straßen notwendig waren, um einen stetigen Erzeugungsausstoß zu ermöglichen. Die ersten größeren Reparaturen und Umbauten erfolgten zwischen Weihnachten 1968 und dem Beginn des neuen Jahres 1969 in der Breitbandstraße Beckerwerth durch den Bau eines siebten Gerüsts vor der Fertigstaffel, eines dritten Stoßofen und Umbauten des Haspels. Damals schrieb man dazu, wenn ein Uneingeweihter an diesen Tagen die Baustellen betreten hätte, so hätten sich ihm Bilder geboten, die er nur als ein Durcheinander von ausgebauten Aggregaten, von Ersatzteilen und neuen Maschinen hätte deuten können. Dazwischen bewegten sich Monteure, Schlosser und Elektriker, die mit den Chefs der Betriebe an den Baustellen vielfach rund um die Uhr tätig sein mussten. Hinter allen stand nämlich die Notwendigkeit, die Arbeiten so schnell abzuwickeln, dass die Produktion in diesen Betrieben Anfang des neuen Jahres wieder ungehindert anlaufen konnte. Die Abteilung Arbeitssicherheit stellte nach Abschluss der Reparaturen erfreut fest, dass trotz der großen Zahl von Arbeitsstellen und der umfangreichen Arbeiten, bei denen schwere und schwerste Lasten bewegt werden mussten, und ungeachtet des Tempos aller Arbeiten keine nennenswerten Unfälle passierten. Im März 1970 wurde bekannt gegeben, dass ein vierter Brammenstoßofen im Warmbreitbandwalzwerk BEK-Wert gebaut wird. In 1971 erfolgte der Einbau der Schnellarbeitswalzenwechselvorrichtung in der Fertigstraße. Im Warmbandwalzwerk wurden im Allgemeinen etwa zweimal in einer 8-Stunden-Schicht die Arbeitswalzen gewechselt. Die Vorrichtung verkürzte die Zeit des Walzenwechsels um 36 Prozent und verbesserte die Produktionsleistung. Der große Stahlhaken, der bis dahin zum Walzenwechsel eingehangen in einem Kran verwendet wurde, gehörte der Vergangenheit an und somit auch die schweren Arbeitsunfälle, die mit diesem Hakenmonster mehrfach vorgekommen waren. Ebenfalls im September 1971 berichtete man, dass die Dickenmessung bei Stahlbändern mit zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen gehört. Die Dickenmessung an fertigen runden Bändern war nicht besonders schwierig, da sie mit den üblichen Messgeräten, meistens mit einer Mikrometerschraube, auf plus minus 0,01 mm genau gemessen werden konnte. Die Schwierigkeit lag darin, während der Erzeugung bei hoher Temperatur und hoher Geschwindigkeit unter den rauen Walzwerksbedingungen schnell, genau und betriebssicher die Banddicke von Anfang bis Ende zu messen. Hierzu eigneten sich nur Verfahren, die nicht wie bei der Mikrometerschraube das Messgut berührten, sondern berührungslos und ohne Behinderung des Messgutes diese Aufgabe erfüllten. So war die Errichtung von Messstationen in geschlossenen, luftgekühlten Räumen oberhalb der Rollgänge die Voraussetzung für gute Messergebnisse. Betrachtet man eine derartige Messstation beispielsweise im Auslauf einer Warmbandstraße, so fand man dort Einrichtungen zur Breitenmessung, Dickenmessung und Temperaturmessungen. Hier wurde die Dickenmessung ausschließlich mit Hilfe der Durchstrahlung des Stahlbandes mit Kernstrahlen aus radioaktiven Isotopen durchgeführt. Die Verwendung von Kernstrahlen hatte den großen Vorteil, dass die Geräte wesentlich betriebssicherer als die vorher verwendeten Röntgengeräte waren und somit eine Verbesserung der Grundlage der Qualitätskontrolle darstellten. Anfang 1973 wurde der Produktionsleitrechner Zuse Z25 der Warmbreitbandstraße 2 in das Thyssen Rechnerverbund und Teilnehmersystem der technischen Datenverarbeitung eingebunden. An der Warmbreitbandstraße sah man es als sehr vorteilhaft an, dass bei einem Wechsel der Qualitäten und Abmessungen von einem Band zu einem nächsten sehr schnell auf die dann benötigten Werte der Einstellungen der Fertigstaffel zurückgegriffen werden konnte, die aus dem Speicher des Produktionsleitrechner abgerufen werden konnten. Dies wurde insbesondere für kleine Walzlose von nur sechs oder sieben Bändern begrüßt, bei denen die Steuerleute immer erst einige Bänder gewalzt haben mussten, um die korrekte Einstellung der Walzstraße zu finden. Das Warmbandwerk 2 war mir aus meiner Zeit, die ich als Schweißer im Reparaturbetrieb 4 verbrachte, bekannt. Das war der Zeitraum von April 1969 bis Juni 1974 abzüglich meiner Bundeswehrzeit. Ich kann also sagen, dass es fast vier Jahre waren, in denen ich in den verschiedenen Betrieben der August hütte gearbeitet habe. Während dieser Zeit verbrachte ich auch so einige Reparaturschichten im Warmband 2, wie wir die Warmbreitbandstraße 2 nannten. Meine Erinnerungen an dieser Waldstraße sind, dass es immer ziemlich dunkel, sehr heiß und feuchtstickig war, wenn ich an Reparaturschichten in der Warmbreitbandstraße in Beeckerwerth teilgenommen hatte. Schmutzig war es auch und zwar waren fast überall Schmierfette und Öl in der Anlage verteilt. Trotz dieser, wenn ich mal sagen darf, heißen und schmutzigen Erinnerungen war es hochinteressant, dieses Walzwerk im Betrieb zu sehen. Ich sah das Laufen der Anlage auch, wenn ich die Aufgabe hatte, Schweißmaschinen von unserem Betrieb an die verschiedenen Werke der Hütte auszuliefern, und zwar dorthin, wo am nächsten Tag Reparaturarbeiten waren. Wenn ich dann dabei in das Warmbandwerk 2 kam, war es ein sehr langer Weg von den Stoßöfen bis zum Haspel. Ich konnte mir dann, in dem fast 600 Meter langen Weg, die gesamten Einrichtungen und deren Funktion des Werkes ansehen. Was war das für eine faszinierende Technik, die da bereits damals in den 60er Jahren aufgebaut worden ist? Jede einzelne Bramme, die vor Hitze feurig rot-gelblich leuchtend auf dem Walzrollgang an mir vorbeiratterte, anschließend gewalzt und dann im Haspel aufgerollt wurde, war schon ein tolles Erlebnis. Allerdings sah ich auch ein paar Mal, wenn der so routinierte Walzvorgang schief lief und sich das Band in dem Kühlstreckenbereich wie eine Ziehharmonika mit lauten Getöse in großen Falten zusammenstaute und sich in das Kühlsystem drückte, wobei die Fertigstraße das bereits verhaspelte Band immer noch kräftig von hinten nachschob. Ich erschreckte furchtbar durch die sehr laute gewaltsame Zusammenfaltung des Bandes, wenn das passierte. Technisch nannte man das einen Faltungsstau. So etwas Ähnliches passierte auch zwischen den Walzgerüsten, wobei das warme Stahlband nach oben schob und sich verfaltete und eingeklemmt war. Die Walzer nannten das einen Straßenhochgeher. In beiden Fällen musste danach das erkaltete Band wieder mühsam entfernt und schließlich verschrottet werden. Da war große Hektik im Walzwerk, wenn so etwas passierte. Die Entfernung eines Faltungsstaues konnte eine Zeit zwischen 30 Minuten und eines ganzen Tages in Anspruch nehmen. Es wurden auch Geschichten erzählt, dass mal ein Arbeiter in Hamborn enthauptet wurde, als ein Blech aus dem Rollgang im Kühlbereich des Warmbandwerkes 1 herausschoss und den Unglücklichen traf. Wenn wir morgens am Tag einer Reparaturschicht gegen 6.30 Uhr das Walzwerk erreichten, war es öfters noch im Walzbetrieb und wurde circa 20 Minuten später abgeschaltet. Mit dem Abschalten war zwar der ohrenbetäubende Walzlärm verschwunden, aber die Hitze mit der stickig feuchten Luft blieb uns erhalten. Einige Reparaturen die ich machte waren an den Seitenführungsblechen die an beiden Seiten des Rollganges der Fertigstraße installiert waren. Die Funktion dieser Bleche, die eigentlich Stahlplatten mit einer Wanddicke von ca. 40 mm waren, war so weit wie möglich das zu walzende Blech mit Teak zentriert auf den Rollgang zu halten damit das Blech auch richtig in das Walzgerüst einlaufen konnte. Der Seitenführungsverschleiß der Fertiggerüste war groß und musste durch Auftragsschweißungen wiederhergestellt werden. Die Abnutzungsriefen waren teilweise so tief, dass die gesamte Wanddicke der Seitenführung verschlissen war. Des Weiteren waren diese Abnutzungsriefen gefährlich, da sie auch neben der Blechbeschädigung häufig zu einem Faltungsstau oder Straßenhochgehr führten. Das waren natürlich ungewollte Betriebsstörungen, und man musste Abhilfe mittels Reparaturschweißung schaffen. Man saß bei der Reparatur auf einem Holzbrett, das man auf dem Rollgang gelegt hatte. Dieses Brett brauchte man, weil die Rollen so heiß waren, dass man sich ohne Brett bei dem Draufsetzen den Hintern verbrannt hätte, und es wurde als Ablage für die Elektroden, Schlackenhammer, Drahtbürste und Schleifmaschine benutzt. Bei allen Reparaturschweißungen in der Warmbreitbandstraße wurde von den Betriebstechnikern strengstens darauf geachtet, dass man das Erdungskabel der Schweißmaschine direkt an der Stelle, wo man schweißte, angeklemmt hatte. Diese strenge Kontrolle diente dazu, um Beschädigungen an den Kugellagern der Rollen und anderen Betriebseinrichtungen durch Stromdurchgangsschäden, die vom Stromfluss der Schweißmaschine entstehen konnten, zu vermeiden, und dieses Walzwerk hatte fast unzählig viele Lauflager. Während der Schweißarbeit war es so warm, dass einem der Körperschweiß den gesamten Körper entlang herunterlief, und man musste viel Wasser trinken, um nicht innerlich auszutrocknen. Andere Reparaturarbeiten machte ich an den Stoßöfen, wenn da die feuerfeste Ausmauerung erneuert wurde. Hier machte ich Bolzen Schweißungen mit Schlitzstiften an den Stehrohren des Ofens, die danach mit feuerfesten Schamottmörtel verputzt wurden. Dabei war es auch ganz schön warm, laut und staubig. Der Lärm und der Staub entstand dabei, wenn die alte Ofenausmauerung von einer großen Anzahl von Arbeitern mit Presslufthämmern entfernt wurde. Wegen der großen Hitze wechselten sich die die Arbeitskolonnen häufig ab. An der Schopfschere vor der Fertigstraße machte ich mit meinen Schlosserkollegen auch ein paar Reparaturen. Dort wurden die schweren Scherenteile ausgewechselt. Ich erinnere mich gut daran, dass ich da mehrmals mit oxygen schneide, elektroden ein paar dicke Bolzen, die die Schlosser nicht rausbekommen haben, ausgestochen habe. Dabei flog mir der flüssige Stahl nur so um die Ohren, und ich war immer froh, wenn diese Arbeit erledigt war. Die Schopfschere ist wichtig, da bei einem Nichtschnitt am Bandende die Walzen in den Fertiggerüsten beschädigt werden. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ein Band hinten auseinanderreißt, nachdem es bereits mit einem Teil in der Fertigstaffel gewalzt wurde. Es wäre fast ein Versäumnis aus meiner Sicht, wenn ich hier nicht berichten würde, dass ich einmal auf einer Sonntagsmittagsschicht im Jahr 1973 eine Reparaturkolonne vom Mannesmann Rohrbau im Warmbandwerk 2 gesehen hatte. Diese ersetzte das Rohrleitungssystem an der Wasserkühlstrecke zwischen der Fertigstraße und dem Haspel, also die Bandkühlung. Ich war beeindruckt von der Schnelligkeit der Arbeit, wie die Monteure mit ihren blauen Helmen und mit der Hilfe eines Onimo jabkrans das Rohrsystem installierten. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich niemals gedacht, dass ich fünf Jahre später in diesem Unternehmen so erfolgreich für fast 25 Jahre arbeiten würde. Eine andere Geschichte war, als ich einmal Mitte 1971 eine Reparaturschweißung während des Betriebes der Warmbreitbandstraße in der Nähe des ersten schweren Umkehrgerüstes machte. Plötzlich morgens so gegen 9:30 Uhr kam ein Betriebsmeister in seiner khakifarbigen Arbeitsuniform zu mir und sagte, dass ich hier einschließlich meiner Schweißmaschine schnell verschwinden müsste. Ich fragte, warum. Er antwortete, dass der Staatspräsident Tubman aus Liberia kommt und mit dem gesamten Tüssenvorstand vorstand und einem großen Gefolge das Walzwerk besichtigen werde. Wenn diese sehr wichtige Besuchergruppe kommt, dürfte im gesamten Walzwerk kein Mensch, außer in den Walzständen, zu sehen sein. Der Meister rief für mich einen Kran, der meine Schweißmaschine auf die Walzenantriebsseite brachte, so dass diese von der Seite, wo die Besucher vorbeifuhren, nicht zu sehen war. Mir sagte er, dass ich mich auf den Boden neben meiner Schweißmaschine hinsetzen und mich dabei klein machen sollte. Gesagt getan, und ich wartete etwas über eine Stunde, dann kam eine Vorhut, die alles inspektierte und circa 30 Minuten später kam die Gruppe mit den liberianischen Staatspräsidenten. Die Besuchergruppe fuhr mit der Staatskarosse vorbei, hielten irgendwann an, stiegen aus, bekamen was erklärt und fuhren weiter, Kameraleute umschwirrten dabei den Staatspräsidenten. Ich hingegen machte mich sehr klein wie ein Würstchen, und ich war damit auch erfolgreich, da wie ich meine die Gruppe mich nicht gesehen hatte. Zur Information muss ich hier sagen, dass Thyssen viel Eisenerz aus Liberia bezog. Der liberianische Staatspräsident Tubman war auch mit einem Erzschiff von Liberia nach Deutschland angereist. Es war das Motorschiff Susanne Schulte, das Erz von Liberia nach Bremen brachte. Danach ging es mit meiner Arbeit diesmal ohne Unterbrechung weiter, aber es war ja auch schon bald Schichtende. Das war damals eine schöne Schicht, fast das Geld im Schlaf verdient. thank you